Es geht dieses Thema um die Lage in Syrien. Und spreche über Syrien nicht, weil ich Syrer bin oder weil ich aus Syrien komme, sondern ich spreche über dieses Thema, weil das syrische Volk ein Volk ist wie alle anderen Völker. Und dieses Volk hat das Recht auch, so zu leben in Freiheit und in Ehre. Und leider, die Freiheit und die Ehre wurden schon seit lange von diesem Volk weggenommen. Die Leute in Syrien fühlen sich, als ob sie nicht mehr als Menschen behandelt werden. Und deshalb standen sie auf, in vielen Städten dort. Und sie wollten ihre Freiheit haben. Sie haben gesagt, wir wollen das Gefühl haben, dass wir als Menschen leben. Wir wollen würdig leben, aber das dürften sie auch nicht. Und sie wurden getötet und sie wurden umgebracht. Und jeder, der die Lage in Syrien kennt oder der in Syrien gelebt hat, der weiß genau, dass das wahr ist, was das Volk sagt. Seit vielen Jahren hat man keine Rechte. Seit vielen Jahren wurden die Leute verhaftet und getötet. Seit vielen Jahren sind Gefängnisse voll. Du hast keine Freiheit. Du hast keine Menschenwürde. Sowieso, man kann mit dir alles tun. Und dann kamen die Leute, wollten nur als Menschen leben. Sie haben verlangt nur ein bisschen Freiheit. Aber man wollte ihnen das nicht geben. Weil dieses System, was in Syrien herrscht, genau weiß, wenn das Volk Freiheit bekommt, dann wird das Volk dieses System niemals akzeptieren, weil die Menschen satt haben und sie wollen das nicht mehr. Dann standen die Leute auf und sie haben gesagt, Allahu Akbar, wir wollen friedlich etwas erreichen. Aber nein, die Soldaten und die Söldner aus Iran und aus Leuten von Hezbollah. Und wenn ich von Iran spreche, ich meine nicht etwas, was mit Rassismus oder mit Nationalismus zu tun hat. Nein, aber das ist eine Tatsache. Es gibt auch 20 Millionen Sunniten in Iran, die werden auch geschlachtet und die haben keine Rechte. Und Tausende von Sunniten in Südlibanon wurden von Hezbollah getötet. Und das wissen wir. Diese Leute mit den Gruppen, die diesem System helfen, haben nicht akzeptiert. Und wir merken heute, die Leute, die dieser Regierung helfen und die dieses System unterstützen, sind nur Länder, die, wenn du diese Länder betrachtest, dann findest du auch, dass die auch von Diktatoren regiert werden und dass die Menschen auch dort die Nase voll haben und die, wenn sie die Möglichkeit hätten, dann wollen sie auch die Änderung haben in ihren Ländern. Wer sind die Leute, die unterstützen? Das System von Russland, ich sage nicht das russische Volk, weil das russische Volk dagegen ist. Aber wir sehen, was Medvedev und Putin gemacht haben von Spiel. Und jeder, der Ahnung hat und der ein bisschen nur denkt, der sieht die Lage in Russland, was dort die Leute erleben und dass sie weder Freiheit haben, noch auch Menschenrechte haben. Natürlich, wir sagen nicht die Russen, wir sagen das System, das herrschende System, das bedeutet Regierung, Putin und seine Anhänger, die sind die Leute, die Syrien unterstützen, aber viele Leute nicht blicken nach Tschetschenien, was dort gemacht worden ist von Putin und von seinen Gruppen. Natürlich, solche Regierungen werden Syrien unterstützen, weil sie selber Diktaturen sind. China? Wo sind die Menschenrechte in China? Wo sind die Freiheiten in China? Was macht das chinesische Regime mit dem Volk? Und jeder kennt das. Iran? Es ist bekannt. Und Hezbollah, es ist bekannt, warum sie
Bashar al-Assad unterstützen. Wir sind keine Leute, Alhamdulillah, in unserer Religion im Islam, wir haben keinen Rassismus und wir haben keinen Nationalismus. Allah sagt, inna akramakum indallahi atqakum. Der Angesehenste von euch ist der Allahfürchtigste. Aber wir reden mit Menschen. Und wir reden zu Menschen. Schaut euch, was dort passiert. Deshalb meine Wörter erstmal an die verschiedenen Arten von dem syrischen Volk. Das erste Wort ist an die Opposition, die im Ausland lebt. Ihr müsst zusammenkommen. Und ihr müsst Allah fürchten. Und ihr müsst im Vordergrund die Interessen des Volkes sehen. Ihr seid draußen. Ihr seid in verschiedenen Ländern. Ihr habt zum Essen, ihr habt zum Trinken, ihr habt zum Schlafen. Ihr habt alles, was ihr braucht. Aber blickt eure Brüder und Schwestern und Kinder und älteren Leute in Syrien. Die werden getötet. Viele haben nicht zum Essen, nicht zum Trinken. Anstatt dass alle zusammenkommen, dann spalten wir uns. Damit das System von Al-Assad weitermacht. Und damit das System weitergewinnt. Deshalb ist es eine Notwendigkeit, dass Opposition zusammenkommt. Zweitens, an das syrische Volk sage ich, seid sicher, dass die meisten Leute und euch nicht unterstützen werden. Und dass die meisten Leute sich beschäftigen mit ihren eigenen Problemen. Aber wir haben nur einen, der uns hilft. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, wie wir das angefangen haben, und wir haben gesagt, Allahu Akbar, dann sollen wir weiter so bleiben. Und wir sollen Allah subhanahu wa ta'ala mehr anbeten und bitten, subhanahu wa ta'ala, weil er gesagt hat, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Der Sieg kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, wir bitten nicht andere um Hilfe, sondern wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um seine Hilfe. Und ihr müsst sicher sein. Ihr habt angefangen und ihr habt gesagt, wir wollen friedlich bleiben. Und wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Sieg kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und je mehr, dass diese Soldaten und Söldner von diesem System töten und Schlimmes tun und Allah beschimpfen und Moscheen zerstören, umso ist das der Beweis, dass der Sieg nahe geworden ist. Deshalb, man sollte weiter Geduld zeigen. Man sollte weitermachen. Und wir wissen, dass es viele Leute gibt, die wollen mitmachen. Aber durch Gewalt, was die Gruppen von Al-Assad ausüben, können die Leute das nicht tun. Aber inshallah werden wir auch bald sehen. In Damaskus und in Aleppo und in diesen großen Städten, dass die Männer auf die Straße gehen und dass sie ihren Brüdern und Schwestern in anderen Städten helfen. Die können jetzt das nie machen. Weil die Sicherheit, Leute, die sind so viele. Und die Gruppen von Al-Assad und von seinen, wal-iyadu billah, von seinen Geheimdienstlern, das ist sehr viel. Aber inshallah, das wird passieren. Drittens, nicht jeder Soldat und nicht jeder Offizier ist einer, der Al-Assad folgt. Und deshalb gibt es in diesem Land Soldaten und Offiziere, die sind treu zu diesem Eid, was sie geleistet haben. Sie haben bei Allah geschworen, dass sie das Land schützen und das Volk. Nicht, dass sie das Volk töten und das Land zerstören. Und die Gruppen von Al-Assad, die versuchen, dass Syrien in Bürgerkrieg geht und dass sie gegeneinander kämpfen. Also soll man aufpassen. Und wir dürfen ihnen diese Möglichkeit nicht geben, sondern wir sollen
diesen Soldaten, freien Soldaten und Offizieren, das bedeutet diese Armee, freien Armee von Syrien, helfen und unterstützen, weil diese Leute ehrlich sind und ehrhaft und würdig sind. Sie wollen nicht auf ihr eigenes Volk schießen. Und deshalb haben sie sich gesammelt. Und wir sagen nochmal, unser Aufruf ist, dass wir friedlich bleiben und dass wir dieses System friedlich ändern. Aber das ist eine Notwendigkeit geworden, weil die Frauen vergewaltigt werden und die Eltern getötet werden und die Kinder getötet werden, Männer und Frauen getötet werden und nicht nur getötet werden, gefoltert werden und dann getötet werden. Dann gibt es nur eine Möglichkeit für diese Soldaten. Entweder werden sie getötet, wenn sie nicht auf die Leute schießen, oder sie gehen zu dieser freien Armee. Man sollte diese Armee unterstützen mit allen Mitteln. Und viertens, mein Wort an die Muslime überall. Wie die Muslime immer waren und wie sie immer bleiben werden. Dass sie denjenigen unterstützen, der zu Unrecht behandelt worden ist. Euer Volk, eure Brüder und Schwestern in Syrien werden zu Unrecht getötet und gefoltert. Und was ihr machen sollt, ist nur, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet, dass Allah subhanahu wa ta'ala euren Brüdern und Schwestern in Syrien den Sieg gibt und dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Volk schützt. Die Muslime, wir waren immer, Alhamdulillah, eine Umma und eine Einheit. Und wenn ein Körperteil von uns schmerzt, dann hat der ganze Körper Schmerzen. Und wir waren immer so und wir werden immer so bleiben. Und deshalb jetzt, was von euch verlangt wird, ist, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala bittet für eure Brüder und Schwestern. Und wenn ihr was helfen könnt, unterstützen könnt, dann macht ihr das für Allah subhanahu wa ta'ala. Und man merkt heute, dass die Muslime endlich wach geworden sind. Und dass viele Muslime zusammenkommen. Und das ist, was uns natürlich, barakallahu fikum, beruhigt. Ob diese Bewegung in den muslimischen Ländern erfolgreich wird oder nicht, das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wir wissen nicht. Aber da sollte man Allah darum bitten. Und übrigens auch für die Juden, die Christen und die anderen, die unter Muslimen leben, das wird für sie besser. Mindestens die Muslime werden sie respektieren und die werden ihnen ihre Rechte geben, nicht wie sie jetzt leben unter diesen Diktatoren in verschiedenen Ländern. Und zuletzt mein Wort an die Gelehrten und an die Duat, an die Prediger und spezifisch in Syrien. Wer wird den Leuten das Gute beibringen, wenn ihr das nicht macht? Wer wird die Wahrheit sagen, wenn ihr das nicht macht? Wer wird auf Allah vertrauen, wenn ihr das nicht macht? Ihr liest den Koran und ihr kennt die Sunna vom Propheten Muhammad sallam. Wer wird den Leuten helfen, die zu Unrecht behandelt werden, wenn ihr das nicht macht? Es ist eine Schande, dass einer von euch diese Situation sieht und dass er noch schweigt. Oder dass er diesem System hilft oder diese Regierung schützt mit den Wörtern oder mit Predigten oder mit Unterrichten. Und ich sage, liebe Prediger und Ulama, wissende Muslime, wer mehr Wissen hat, muss mehr Taqwa zeigen und mehr Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und es gibt einen Tag, Allah wird uns befragen, was wir getan haben. Deshalb derjenige, der Fehler gemacht hat, kann noch das Gut machen. Und er kann zu Allah zurückkehren und Reue zeigen. Deshalb unterstützt dieses Volk. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala das besser machen für alle Völker auf dieser Erde. Und wir wünschen allen Leuten das Gute. Ob sie Muslime sind oder nicht Muslime. Und wir wünschen allen Leuten, dass sie in Frieden leben und im Guten leben. Und am Ende
Wir sind in einem Bildungstreff. Da sollte man vielleicht fragen, warum redet man über solche Themen? Natürlich diese Themen, die interessieren uns. Weil wir Muslime, wir sind ein Körper. Wir sind ein Körper. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala das Volk in Syrien und alle Völker der Muslime schützen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie unterstützen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vereinen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.